Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbares Bierbrot, das nicht nur Männer essen können, sondern satt und lecker im Geschmack ist. Und wie du da jetzt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst dafür natürlich eine Flasche helles Bier, einer Marke deiner Wahl. Standesgemäß ist es bei mir natürlich der Edelstoff. Davon misst du dir 330 Milliliter Bier ab. In das Bier gibst du 15 Gramm frische Hefe oder 5 Gramm Trockenhefe. Meine Hefe war eingefroren, deswegen ist sie verflüssigt. Und dort kommen 3 Esslöffel Honig oder Agavendicksaft. Das ist dir überlassen. Die Mischung wärmst du jetzt auf ca. 30 bis 35 Grad auf, sodass Hefe und Honig im Bier auf jeden Fall aufgelöst sind. Nicht zu heiß werden lassen, sonst stirbt die Hefe. Richte dir eine Schüssel und dort kommt das Wichtigste, nämlich 250 Gramm Roggenmehl Typ 1150, genauso wie 500 Gramm Weizenmehl Typ 550 und natürlich 11 Gramm Salz. Meines ist ohne Rieselhilfe, deswegen klebt das immer ein wenig. Vermenge die Zutaten und mach dir eine Kuhle. Dort gibst du nun das erwärmte Bier hinein. Genauso wie noch 175 Milliliter lauwarmes Wasser. Die Zutaten verrührst du am besten erst einmal mit dem Kochlöffel, sodass das Mehl mit dem Wasser einigermaßen gebunden ist. Und dann kannst du entweder wie ich mit der Hand kneten, circa 5 Minuten, oder du gibst den Teig in deine Küchenmaschine bei Stufe 2 bis 3 für circa 3 bis 4 Minuten. So sollte der Teig dann ungefähr aussehen und für 3 Stunden bei Raumtemperatur reifen. Nach 3 Stunden kannst du sehen, wie wunderbar der Teig aufgegangen ist und riecht auch herrlich nach frischer Hefe. Nun bemehle dir deine Arbeitsfläche und gebe den kompakten Teig da drauf. Diesen bemehlst du dir noch von oben. Nun kannst du dir den Teig ein wenig platt drücken und schlage die Seiten ein, um mehr Spannung zu bekommen, und so kannst du dir deinen Teigling eindrehen. Gebe deinen Teigling auf dein Backpapier. Diesen streichst du jetzt richtig schön noch mit Mehl ein, ruhig ein wenig zärtlich, das kann die Hefe sehr gut vertragen. Nun schneide dir noch ein Muster deiner Wahl ein. Ich habe mich heute für einen einigermaßen runden Kreis entschieden. Nun lässt du den Teigling nur noch 30 Minuten in der Stockgare gehen. Heize in der Zwischenzeit deinen Backofen auf 220 Grad mit Backblech vor. Nach den 30 Minuten siehst du, dass der Teigling erneut aufgegangen ist. Gibst ihn auf dein vorgeheiztes Backblech und dann darf der kleine Teigling für 15 Minuten bei 230 Grad mit Dampf weitere 20 Minuten, dann auf reduzierten 180 Grad ohne Dampf knusprig ausgebacken werden.
wunderbar herrlich, wohlig duftend, kommt das Brot endlich aus dem Backofen raus und sieht einfach fantastisch aus. Genau sowas begeistert mich, genau so soll es aussehen. Nun führe natürlich noch die Klopfprobe von unten durch, denn nur wenn sich's wohl anhört, ist das Brot durch und auch fertig gebacken. Lass das Brot jetzt unbedingt noch 1 bis 2 Stunden auf dem Gitterrost auskühlen, damit die Feuchtigkeit im Brot bleibt und nicht entweichen kann. Und hör dir mal an, wie wunderbar knusprig das ist. Und wie das Brot von innen aussieht, das möchte ich dir gern noch zeigen. Schau dir das mal an, was das für eine leichte Krume ist. Fluffig und leicht mit einem grandiosen, feinen Geschmack. Und jetzt wünsche ich dir selber viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Appetit. Lasst das euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch!